Heute wollen wir uns einer ganz wichtigen Frage der Thermodynamik widmen. Kann ein Prozess, den ich mir ausdenke, tatsächlich ablaufen? Und wenn ja, wie weit läuft er ab? Um diese Frage zu beantworten, werden wir den ersten und den zweiten Hauptsatz kombinieren und eine neue Größe definieren, die freie Enthalpie. Die freie Enthalpie, ein Maß für die Instabilität eines Systems. Die Thermodynamik schaut sich die Welt unter Energie- und Entropieaspekten an. Zunächst zum Energieaspekt. Wir haben die Enthalpie kennengelernt, ein Maß für die Energie, die in einem System steckt. Ein System hat nicht nur eine Masse, ein Volumen, eine Temperatur, sondern auch eine Energie und Enthalpie. Und diese hängt zum Beispiel von der Temperatur ab, von der Phase, von der chemischen Zusammensetzung und eventuell auch von der Verdünnung. Auch die Umgebung hat selbstverständlich einen Energieinhalt. Wir können uns eine Enthalpie der Umgebung vorstellen. Wenn wir nun einen Prozess betrachten, dann haben wir es mit Enthalpieänderung, Delta H, zu tun. Die Enthalpie ändert sich vom Ausgangszustand A zum Endzustand E um den Betrag Delta H. Prozesse können Temperaturänderungen sein, Phasenänderungen, chemische Reaktionen oder Verdünnungs- oder Mischungsprozesse. Auf jeden Fall kann man die Enthalpieänderung messen, indem man eine isobare Wärme misst, und es gibt verschiedene Formeln, mit denen man dann die konkreten Prozesse berechnen kann. Auch die Umgebung ändert in der Regel ihre Energie, das heißt, wir müssen Delta H der Umgebung mit in unsere Betrachtungen einbeziehen. Der erste Hauptsatz macht eine Aussage über die Energieänderungen, die im Universum möglich sind. Das ist der Energieerhaltungssatz. Die Energie des Universums bleibt konstant. Die Änderung der inneren Energie des Systems plus der Änderung der inneren Energie der Umgebung ist gleich Null. Von der Energiebetrachtung jetzt zur Entropiebetrachtung. Wir haben gesagt, dass jedes System nicht nur einen Energieinhalt hat, sondern auch einen Maß für die Energieverteilung besitzt. Salopp gesagt, ein Maß für das Chaos besitzt, und diese Eigenschaft nennen wir Entropie. Diese Eigenschaft hängt ab von der Temperatur, hängt ab von der Phase, hängt ab von der chemischen Zusammensetzung und hängt in jedem Fall auch ab von der Verdünnung. Selbstverständlich hat auch die Umgebung um unser System einen gewissen Unordnungsgrad, den man mit der Entropie zusammenfassen kann. Wenn wir einen Prozess durchführen, ändern wir im Allgemeinen die Entropie des Systems. Die Ausgangsentropie ist anders als die Endentropie. Delta S ist die Entropieänderung für das System. Dieser Prozess kann zum Beispiel eine Temperaturänderung sein, eine Phasenänderung, eine chemische Reaktion oder ein Mischungs- oder Verdünnungsprozess. Auch hier ist es wichtig, dass wir nicht nur das System betrachten, sondern auch die Entropieänderung in der Umgebung mit in unsere Betrachtungen aufnehmen. Wir können die Entropie messen, indem wir die reversible Wärme messen und durch die Temperatur dividieren, die bekannte reduzierte Wärme, und kommen dann zu weiteren Gleichungen, die in Tabellenwerken aufgelistet sind. Der zweite Hauptsatz sagt nun aus, dass die Entropie des Universums nur zunehmen kann. Die Entropie ist also keine Erhaltungsgröße, so wie die Energie oder die Masse oder der Drehimpuls, sondern Entropie kann zwar erzeugt werden, aber niemals vernichtet werden. Bei jedem Prozess, der stattfindet, muss also die Entropieänderung des Systems plus die Entropieänderung der Umgebung größer oder gleich Null sein. Der Grenzfall gleich Null bezeichnet man als reversiblen Fall, alle anderen Fälle sind irreversible Fälle. Sie sehen, dass wenn man den ersten und zweiten Hauptsatz anwenden will, man nicht nur das System betrachten muss, sondern auch die Umgebung mit in die Betrachtung einfließen lässt. Wir wollen nun den ersten und zweiten Hauptsatz zusammenfassen und eine Größe suchen, die nur Systemgrößen beinhaltet und ein Maß dafür ist, ob ein Prozess ablaufen kann oder nicht.
Ein wichtiger Sonderfall ist der isotherme, isobare Prozess. Wir haben Anfangszustand, Endzustand bei konstantem Druck, konstanter Temperatur. Wir unterscheiden nun streng zwischen den Systemgrößen und Umgebungsgrößen. Zur besseren Übersicht haben wir die verschiedenen farbig gekennzeichnet. Die Systemtemperatur ist gleich der Umgebungstemperatur, denn wir haben einen isothermen Prozess. Die Systementalpieänderung ist gleich dem Negativen der Umgebungsenthalpieänderung, denn wir haben einen isobaren Prozess. Jetzt können wir auch die Änderung der Umgebungsentropie berechnen, Delta HU durch TU, und diese Größen durch Systemgrößen substituieren, nämlich minus Delta HS durch TS. Und wenn wir jetzt den zweiten Hauptsatz nehmen, die Gesamtentropie des Universums kann nur zunehmen, bedeutet Delta SS plus Delta SU größer gleich 0, können wir in dieser Gleichung Delta SU komplett ersetzen durch Systemgrößen, nämlich durch minus Delta HS durch TS. Wir haben hier eine Gleichung, die im zweiten Hauptsatz äquivalent ist, die uns sagt, wann Prozesse ablaufen können, nämlich nur dann, wenn diese Kombination von Größen größer gleich 0 ist. Wir können diese Formel noch ein bisschen umschreiben. Delta H minus T mal Delta S ist kleiner gleich 0 und können jetzt der Vereinfachung halber die Größenkombination H minus T mal S neu benennen, nämlich als freie Enthalpie. Und dann kommen wir zum einfachen Kriterium, wann ein Prozess isotherm isobar möglich ist. Nämlich nur dann, wenn Delta G kleiner gleich 0 ist, nur dann, wenn G abnimmt. G ist also ein Maß für die Instabilität. G kann bei einem Prozess nur abnehmen, bestenfalls gleich bleiben, niemals zunehmen. Damit ist Delta G ein Maß für den Antrieb. Der große Vorteil der freien Enthalpie G, auch Gibbsche Energie genannt, liegt darin, dass wir unsere Aufmerksamkeit jetzt nur noch auf das System fokussieren und die Umgebung außen vor lassen. Wir brauchen nur noch die freie Enthalpie des Systems und haben damit ein Maß für die Instabilität des Systems. Wir wissen, die Größe G wird abhängen von der Temperatur, von der Phase, von der chemischen Zusammensetzung, von der Verdünnung, so wie die Größen, aus denen G aufgebaut ist. Und wir können diese Abhängigkeit auch quantifizieren. Und wir wissen, dass wir uns jetzt nur noch auf diese freie Enthalpie konzentrieren müssen, um zu sagen, ob der Prozess ablaufen kann oder nicht. Die Änderung der freien Enthalpie des Systems ist der Antrieb eines Prozesses. Wenn Delta G negativ ist, ist der Prozess möglich. Man spricht von einem exergonischen Prozess. Wenn Delta G positiv ist, ist der Prozess nicht möglich. Man spricht von einem endergonischen Prozess. Wir können Delta G auch messen. Das ist die reversible Nutzarbeit. Und es gibt Formeln, mit denen man die Abhängigkeit von G, von der Temperatur, vom Druck und von der Stoffmengen der beteiligten Stoffe beschreiben kann. Wir können uns also irgendeinen Prozess anschauen, zum Beispiel den Zerfall von N2O4. Dann können wir zunächst mal den Prozess energetisch unter die Lupe nehmen. Sie sehen, wir haben hier einen Prozess, der energetisch bergauf geht. Enthalpie nimmt zu, der Prozess ist endotherm und zwar um 57,27 Kilojoule pro Mol. Dann können wir uns den Prozess entropisch unter die Lupe nehmen. Wie ändert sich das Chaos bei diesem Prozess? Sie sehen, das Chaos nimmt hier zu, vom System aus betrachtet. Wir haben eine Reaktionsentropie von 175,3 Joule pro Kelvin. Am wichtigsten ist aber die Betrachtung der freien Enthalpie. Was macht die Instabilität während des Prozesses? Wir betrachten also G in Abhängigkeit vom Reaktionsstand Xi und sehen, dass die Produkte instabiler sind als die Edukte. Dass aber ein Minimum existiert,
Das bedeutet, es gibt zwischen Reinedukten und Reinprodukten einen Zustand minimaler Instabilität. Und das ist unser Gleichgewicht. Da wird das System sich freiwillig hinbewegen. Die Gibbs-Helmholtz-Gleichung gibt uns eine Möglichkeit, aus der Energiegröße Delta H und der Entropiegröße Delta S die wichtige Größe Delta G, den Antrieb, zu ermitteln. Von besonderer Bedeutung ist der Standardantrieb Delta G 0. Das ist der Unterschied zwischen den reinen Edukten und reinen Produkten, was die freie Enthalpie angeht. Um für unsere Beispielreaktion Delta G 0 auszurechnen, berechnen wir zunächst mal die Enthalpie plus 57 Joule pro Mol, die Entropie plus 175 Joule pro Mol und Kelvin, errechnen danach Gibbs-Helmholtz Delta G und erhalten bei Raumtemperatur eine freie Reaktionsenthalpie von 5 Kilojoule pro Mol. Der Wert ist positiv, die Reaktion ist als Ganzes gesehen endergonisch. Sie wird also niemals freiwillig vollständig ablaufen. Aber es gibt ein Minimum, welches dem Gleichgewicht entspricht. Der Antrieb Delta G hat also eine energetische Komponente Delta H und eine entropische Komponente Delta S. Außerdem spielt die Temperatur noch eine wichtige Rolle an der Seite der Entropie. Aus dem Standardantrieb Delta G0 können wir den Zahlenwert der Gleichgewichtskonstante ermitteln nach der Formel Delta G0 ist minus RT ln K. Wenn wir also die Gleichgewichtskonstante unserer Musterreaktion berechnen wollen, müssen wir die Zahlen einsetzen. Logarithmus von K ist Delta G0 durch minus RT und der Zahlenwert von K ergibt sich dann zu 0,13. Es ist ganz charakteristisch für eine endergonische Reaktion, dass die Gleichgewichtskonstante kleiner ist als 1, das Gleichgewicht liegt auf der linken Seite. Wenn wir auch die Einheit von der Gleichgewichtskonstante haben wollen, müssen wir das Massenwirkungsgesetz aufstellen und sehen, dass in dem Beispiel die Gleichgewichtskonstante die Einheit bar besitzt. Die Gibbs-Helmholtz-Gleichung zeigt uns, dass der Antrieb einer Reaktion und damit auch eine Aussage darüber, ob das Gleichgewicht rechts oder links liegt, stark von der Temperatur abhängt. Wenn wir eine exotherme Reaktion haben, die endotrop ist, ist die Reaktion immer bei jeder Temperatur exergonisch, kann immer ablaufen. Hier haben wir keine Probleme. Wenn hingegen die Reaktion endotherm ist und exotrop, dann haben wir bei keiner Temperatur eine Chance, dass die Reaktion abläuft. Diese Reaktion wäre immer endergonisch. Für den Fall, dass wir eine exotherme Reaktion haben, die exotrop ist, haben wir eine Ceiling-Temperatur. Unterhalb der Ceiling-Temperatur liegt das Gleichgewicht rechts, oberhalb der Ceiling-Temperatur liegt das Gleichgewicht links. Wenn wir eine endotherme Reaktion haben, die endotrop ist, ist es umgekehrt. Wir haben eine Floortemperatur. Unterhalb der Floortemperatur ist das Gleichgewicht der linken Seite. Erst oberhalb der Floortemperatur wird die Reaktion exergonisch. Zwei Beispiele hierzu. Der Zerfall von Kalk zu Calciumoxid und Kohlendioxid ist eine typische Reaktion mit Floortemperatur. Bei niedriger Temperatur ist diese Reaktion endergonisch, Gleichgewicht liegt sehr weit links. Erst ab etwa 1200 Kelvin wird die Reaktion exergonisch. Das Löschen von Kalk ist eine Reaktion mit Ceiling-Temperatur. Bei tiefen Temperaturen ist diese Reaktion exergonisch. Ab etwa 1400 Kelvin wird sie endergonisch. Wir können die Abhängigkeit der Gleichgewichtskonstante von der Temperatur auch ganz quantitativ fassen, wenn wir die Gibbs-Helmholtz-Gleichung mit der Gleichung für die Gleichgewichtskonstante kombinieren. Wir erhalten dann die van't Hoffsche Reaktionsisobare. Wenn wir den Logarithmus der Gleichgewichtskonstante gegen den Kehrwert der Temperatur auftragen, bekommen wir eine Gerade, aus deren Steigung wir die Reaktionsenthalpie ablesen können. Wenn wir eine exotherme Reaktion haben, ist die Steigung positiv, bei einer endothermen Reaktion ist die Steigung negativ. Das bedeutet,
Endotherme Reaktionen verschieben ihr Gleichgewicht mit höherer Temperatur nach rechts. Exotherme Reaktionen verschieben das Gleichgewicht mit höherer Temperatur nach links. Aus der Steigung im Van't'Hoffschen Diagramm können wir Reaktionsenthalpien ausrechnen. Wenn wir einem System im Gleichgewicht einen Zwang auferlegen, indem wir zum Beispiel Wärme zuführen, Volumenarbeit zuführen, Stoffmenge zuführen, dann weicht das System diesem Zwang aus, indem es die angebotene Größe verbraucht. Die Reaktion N2O4 zu 2NO2 ist endotherm. Das heißt, mit zunehmender Temperatur wird sich das Gleichgewicht nach rechts verschieben. Die Reaktion ist außerdem endokor. Das heißt, mit zunehmendem Druck wird sich das Gleichgewicht nach links verschieben. Prinzip des kleinsten Zwangs. Hier einige Beispiele für die Anwendung des Prinzips des kleinsten Zwanges. Exotherme Reaktionen verschieben ihr Gleichgewicht mit höherer Temperatur nach links. Wenn wir diese Reaktion durchführen wollen, sollten wir bei so tiefer Temperatur wie möglich arbeiten. Das können chemische Prozesse sein, das können aber auch physikalische Prozesse sein, wie zum Beispiel die Lösung von Kohlendioxid in Wasser. Bei endothermen Prozessen ist es umgekehrt. Wenn wir diese Prozesse erzwingen wollen, dann sollten wir eine sehr hohe Temperatur anwenden. Auch hier können wir wieder chemische Vorgänge, aber auch physikalische Vorgänge in die Betrachtung mit aufnehmen. Bei exokoren Prozessen sollten wir einen so hohen Druck wie möglich anwenden. Die Ammoniaksynthese ist das klassische Beispiel dafür. Hydrierungen, auch physikalische Prozesse können wir hier auflisten, zum Beispiel die Absorption von Kohlendioxid. Bei endokoren Prozessen sollten wir einen geringen Druck anwenden, Unterdruck oder zumindest ein Inertgas beimischen, damit der Partialdruck vermindert wird. Dehydrierungen, Desorption sind hier Beispiele. Generell kann man sagen, wenn wir ein Gleichgewicht vor uns haben, Zugabe von Edukt oder Entfernen von Produkt erhöht die Ausbeute. Klassisches Beispiel ist hier die Veresterung, die ihre Ausbeute erhöht, wenn wir ein Edukt im Überschuss zusetzen oder zum Beispiel das Wasser abdestillieren. Auch die Ausfällung von Kalk aus Hydrogencarbonatlösungen kann hier als Beispiel genannt werden. Wenn wir das Kohlendioxid aus der Reaktionsmischung entfernen, haben wir eine Erhöhung der Ausbeute. Endergonische Prozesse laufen nicht freiwillig ab, sind nicht spontan. Was können wir tun, wenn wir solche Prozesse wünschen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir koppeln einen endergonischen Prozess an einen sehr stark exergonischen Prozess. Und so können wir, wie im mechanischen Beispiel, ein schweres Gewicht, was nach unten geht, ein leichtes Gewicht, was nach oben gehen soll, hochziehen kann. Zum Beispiel die Bildung von Glucose-6-Phosphat erzwingen, indem wir eine stark exergonische Reaktion ATP zu ADP damit koppeln. Eine weitere Möglichkeit, eine endergonische Reaktion zu erzwingen, ist, die freie Enthalpie als Nutzarbeit zuzuführen. Wenn wir etwa Kohlendioxid mit Wasser zu Glucose vereinigen wollen, dann ist dies spontan nicht möglich. Wir können jedoch die freie Enthalpie durch Zufuhr von Lichtenergie bereitstellen. Ein Gewicht wird sich freiwillig im Schwerefeld der Erde niemals nach oben bewegen. Wir können Wärme zuführen, so viel wir wollen, es wird sich nichts tun. Erst dann, wenn wir Nutzarbeit, mechanische Arbeit zuführen, gelingt es uns, das Gewicht anzuheben. Und genauso gelingt es, endergonische Prozesse durch Zufuhr von Licht oder elektrischer Energie zu erzwingen. Wir können den Antrieb einer Reaktion ausrechnen, wenn wir die freie Enthalpiedifferenz Delta G ermitteln. Delta G kann man nach Gibbs-Helmholtz aus Delta H, der Reaktionsenthalpie, und Delta S, der Reaktionsentropie, berechnen. Wenn Delta G negativ ist, haben wir einen exergonischen Prozess, der einen positiven Antrieb setzt. Aus Delta G0 können wir die Gleichgewichtskonstante K mathematisch berechnen.